Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Paladiner Weekend und damit einer neuen Folge Skyrim Special Edition Modded. Ja, wir befinden uns vor, da oben kann man schon sehen, vor der Statue von Merunes Dagon und wir haben alle Teile des Dolches gefunden. Und Silos Vesius, wow, ich habe mir mal einen Namen gemerkt, möchte die Klinge jetzt wiederherstellen. Gut, ihr seid hier. Ich lege die Teile auf den Altar. Dann wird Dagon mit uns reden. Mhm. Der hat komische Füße irgendwie. Der Fussi komisch ist. Merunes Dagon, Fürst des Wandels. Wir haben euch eure Klinge gebracht. Wir bitten euch, bringt ihre Pracht und Herrlichkeit erneut nach Tamriel. Es funktioniert nicht. Warum versucht ihr es nicht? Legt einfach eure Hände auf den Altar. Ja, genau. Dann speichere ich sicherheitshalber nochmal. Denn es gibt jetzt hier... Ich weiß, es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu lösen. Ihr, Sterblicher. Ihr seid würdig, dass ich zu euch spreche. Mhm. Ihr habt die Stöcke meiner Klinge für euch in Anspruch genommen. Es war amüsant, dieses Spiel zu beobachten. Aber Dagon ruft keinen Sieger aus, während noch eine Schachfigur im Spiel ist. Tötet Silos. Er und seine Familie haben ihren Zweck erfüllt. Es ist so bitter. Er hat mir geholfen, die Stücke zu finden. Er verdient es zu leben. Nur Dagon kann entscheiden, ob es sich lohnt, eine bloße Schachfigur zu behalten. Ich habe gesprochen. Tötet ihn. Nehmt eure rechtmäßige Stellung als mein Champion ein, oder ich werde euch zermalmen. Ja, man kann jetzt also ihn töten und dann bekommt man einen Dolch. Bringt mich nicht um. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ich kann die Teile zurück in mein Museum bringen und sie in einer Vitrine unter Verschluss halten. Ihr erhaltet eine großzügige Menge Gold. Ich kann meine Sammlung vervollständigen und niemand muss sterben. Ja, rein theoretisch. Ich weiß jetzt noch nicht, das Problem ist. Ich kann gerade nicht weiter nach rechts. Unter der Statue ist ein Eingang. Und hinter diesem Eingang befinden sich ganz viele tolle Schätze. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich sage, gut, verschwindet von hier, ob wir trotzdem an den Schlüssel kommen. Ich muss tatsächlich sagen, es ist natürlich definitiv gegen unser Paladiner-Bestreben, dass wir ihn jetzt töten. Er kann ja nichts dafür. Also, was wollen wir mit einem Dolch? Verschwindet. Guckt, dass ihr lebend rauskommt. Danke. Hier ist euer Gold. Ich werde nach Dämmerstern zurückkehren. Ihr denkt, ihr könntet Merunes Dagon betrügen? Dann leidet. Ihr hättet nie herkommen sollen. Okay, vielleicht kommen wir trotzdem an den Schlüssel. Hey! Stay away from me! Vanillas. Aber er ist weggelaufen, oder? Hat er es weggeschafft? Ich weiß nicht, wo er hin ist. So schnell kann er doch unmöglich weg sein, oder? Doch, da unten läuft er. Da unten. Oh. Der hat aber mehr als die Beine in die Hand genommen. Kommen wir an den Schlüssel? Wir kommen an den Schlüssel. Auch so. Alles klar, dann habe ich... Oh. Dätrische Kriegsaxt der Feuersbrunst. Ich nehme dieses Dätra-Zeug mal mit. Ich finde deren Bemalungen irgendwie immer total cool. Ebenerz Kriegshammer des Infernos. Das ist aber schlecht. Okay, wir kommen trotzdem da rein. In Oblivion gab es... eine Questreihe, wenn man alle dätrischen Gegenstände sozusagen zusammengesammelt hat, dann gab es eine extra Questreihe,
wo man dann einen ultimativen, speziellen, deltrischen Gegenstand bekommen hat. Ich weiß leider nicht mehr genau, was es war. Wir gehen gleich rein. Wir gehen gleich ins Warme. Aber das gibt es für Skyrim leider nicht. Deswegen ist es mir jetzt auch gerade nicht so wichtig, alle Gegenstände einzusammeln, die es für Daedra sozusagen gibt oder für Daedra-Quests, um euch da irgendwo diese Endquest zu zeigen. Und sollte es da doch eine Quest geben, ich meine, ich hätte danach damals mehrmals geguckt, sollte es irgendwie doch eine Quest geben, weil sie zum Beispiel mit einem DLC dazugekommen ist, was ich jetzt leider nicht beurteilen kann, und ihr würdet diese Quest dann unbedingt sehen, wäre das kein Ding, das würden wir auch irgendwo geregelt kriegen. So, wir gehen jetzt mal da rein, glaube ich. Excuse me, my friend. Boah, das sieht... Ich wollte gerade sagen, wir gehen jetzt rein ins Warme, aber hier sieht es noch kälter aus als draußen. Oh, oh, Magier, lass mich Inigo. Darf ich vielleicht... Könnt ihr den da bitte mal hier am Casten hindern? Und hör auf, in diese Richtung abzuhauen. Oh. Inigo macht heute kurzen Putz. Ein Daedra-Herz und eine Elfenkriegsaxt. Darf ich vorbei? Und vielleicht ein bisschen Licht. Ziemlich dunkel hier drin. Und diese Dremora sind in Skyrim die einzige Möglichkeit, an Daedra-Herzen zu kommen. Und es gibt nicht so viele Daedra-Begegnungen. Deswegen Daedra-Herzen sind relativ selten und man braucht immer ein Daedra-Herz, um ein daedrisches Rüstungsteil herzustellen. Ich glaube, die Gegner hier drin resetten alle 30 Tage, ist glaube ich Standard. Also 30 Skyrim-Tage. Feuerblitz. Dann sind die Gegner hier glaube ich wieder drin. Also rein theoretisch könnte man schon ein bisschen sammeln. Aber es dauert halt. Gut, man kann auch 30 Tage verstreichen lassen. Ich glaube, man kann auch mit einem Ini-Eintrag das verkürzen, dass der Respawn schneller vonstatten geht. Aber dann natürlich auch jeder Respawn, also. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Rüstungsverzauberung. Yippie! Aber ich finde eben dieser Raum, den finde ich immer total cool. Ich finde, der lohnt sich immer richtig. Eine Daedra-Quest wenigstens ordentlich Belohnung gibt. Finde ich gut. Daedrischer Umhang? Ich sehe es nicht, weil... Oh, doch ein bisschen was sehe ich davon. Das sieht albern aus. Inigo, was meinst du? Magst du den Umhang vielleicht? Vielleicht... Könnte er zu ihm passen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Inigo? You want to talk? Ja, würdest du mal was für mich you probieren? Give me best equipment, yes? Absolut, einen Umhang vielleicht. Was meinst du? Back to business. Er passt nicht ganz. Er hat ein paar Clipping-Issues, wie man so schön sagt. Aber weißt du was, Inigo? Den darfst du behalten. Weil du damit ein bisschen albern aussiehst. Und mich amüsierst. Ich lache immer mit dir, Inigo. Immer mit dir. Niemals über dich. Okay, wir haben die Quest jetzt also auch abgeschlossen. Das heißt, so allmählich wird es wirklich... unter Satal. Wir müssen diese Quest wirklich mal in Angriff nehmen. Mondamulett können wir immer machen. Kaiserlichen Armee. Rein theoretisch müssten wir das auch mal machen, dass wir uns auf eine Seite schlagen. Erkunde die Ruinen. Das ist, glaube ich, eine DLC-Quest, aber eine sehr, sehr schöne Questreihe. Badenakademie. Rein theoretisch wäre das mit der Badenakademie tatsächlich auch mal eine Sache, die wir machen könnten, oder? Die machen wir einfach mal. Dann kann uns Inigo mal was Professionelles vortrellern. Dafür müssen wir nach Einsamkeit.
ja ein komisches Licht hier gerade. War Einsamkeit nicht auch die Stadt, wo wir die, diesen Alkohol abliefern konnten irgendwie? Als Frostflussmet? War das hier? Erkunde die Badenakademie. Oh nein, der war in... Verdammt, in Winterfeste. Okay, ich lasse die Quest aber mal an, denn wir wollten ja auch zur... Ach verdammt, das kann ich nicht anlassen. das nächste Mal, wenn wir irgendwie zur Magierakademie gehen. Ich hoffe, ich denke da dran. Hey, do you think I have a fever? I'm starting to feel woozy and dizzy. Or was it those 50 sweet rolls I had? Was? Wie? 50 Süßkuchen? Inigo verschränkt schon die Arme, ob er gerade richtig gehört hat. Ja, Inigo, ich weiß nicht, wo sie die 50 Süßkuchen her hat. Aber also das Städte, die Städte Oberhof finde ich immer noch schön. Here, it is not much, but I hope it helps. Oh, thank you. Divines bless your kind heart. My pleasure. May your luck rise. Oh, das ist ja cool. Ist gerade ein Bettler zu Inigo gekommen und hat ihm sicher den einen oder anderen Septim entbehren. Hat ihm um Septim gebeten und Inigo hat ihm welche gegeben und hat ihm Glück gewünscht oder gehofft, dass sich sein Glück ein bisschen steigert. Inigo ist so nett. Wir können hier ganz viele Quests annehmen, glaube ich. Einen gut gemeinten Rat. Lass die Finger vom Glücksspiel. Ich bin über beide Ohren verschuldet. Irnskar soll verdammt sein. Ja, mehr Quests. Habt ihr Schulden bei Irnskar? Zu viele Trinkspiele, zu viele Wetten. Und ich bin zu alt, um das Geld selbst aufzutreiben. Was wäre, wenn ich mit Irnskar rede? Er ist ein sturer Ochse. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Ihr solltet Wir können's mit meiner probieren. Tochter Yvette reden. Sie ist der hellste Kopf der Familie. Ja, und du stehst hier. Ungeduldiger Heiliger? Ach so. Rede mit Irnskar. Okay, gut. Wo ist denn dieser Irnskar? Oh je, hinten in der Festung. Hallo, Adlerauge. Hättet ihr vielleicht etwas Gold für einen Veteran übrig? Wie lautet eure Geschichte, alter Mann? Früher war ich einer der besten Kundschafter der Armee. Ich habe in der Wildnis alle gefährlichen Orte aufgespürt, die uns Probleme bereitet hatten. Ich habe meinen Helm in einer der alten Höhlen verloren. Mein schöner, schöner Helm. Danach ging es mit meinem Leben immer weiter bergab. Ich habe so vieles verloren. No. Was ist, wenn ich den Helm für euch suchen würde? Das würdet ihr tun? Ich hätte ihn natürlich sehr gerne wieder. Ich würde euch auch einige meiner Kundschafterkniffe zeigen. Ich vermisse... Okay, noch eine Quest, aber die werden wir erstmal ausblenden. Ein Glühwürmchen, Fackelwürmchen, was auch immer. Und du? Oh, du bist ja hübsch. Tari? Wenn ihr in den blauen Palast wollt, solltet ihr eure Kleidung vielleicht noch einmal überdenken. Ach, sie ist das. Was stimmt denn mit meiner Kleidung nicht? Gar nichts. Was ihr anhabt, ist sehr nett. Mhm. Wenn ihr aber etwas mit mehr Stil tragen wollt, dann solltet ihr einmal bei uns im Laden vorbeischauen. Glänzende Gewänder. Wir könnten euch passend ausstaffieren. Und wie soll ich mich für den blauen Palast kleiden? Ihr wollt wirklich in den blauen Palast? Das ist eine gute Gelegenheit. Wenn ihr bereit wäret, eine Garderobe von glänzende Gewänder zu tragen und mit der Jarl zu sprechen, würde ich euch nicht nur dafür bezahlen, sondern ihr könntet die Garderobe auch noch behalten. Ich habe Angst, dass ich darin vollkommen albern aussehe. Das ist nicht auszuschließen. Hört sich einfach an. Warum nicht? Gut. Hier ist die Garderobe. Versucht, Elisifs Meinung darüber zu erfahren. Und wenn sie ihr gefällt, dann erwähnt, dass ihr sie von glänzende Gewänder habt. Aha, Product Placement. Im großen Denkt Stil. An glänzende Gewänder, wenn ihr einen Kleiderwechsel braucht. Ja, ja, ist gut hier mit deinen glänzenden Gewändern. Es
Ist das hier glänzende Gewänder? Nein, nicht wirklich. Was machst du denn vor dem falschen Laden, Mädel? Wie sieht das hier nachts total friedlich aus? Dabei ist Einsamkeit eigentlich tatsächlich alles andere als friedlich, finde ich. Aber eine sehr, sehr schöne Stadt. Vor allem mit dem Overhaul, die die ganzen Steintexturen und Dächer und so weiter überarbeitet. Sehr, sehr cool. Derwinin, ja. Ihr werdet mir helfen. Ihr helft doch den Leuten, oder? Ja, wenn du nicht weggehen würdest. Tut ihr doch. Was braucht ihr denn? Mein Meister hat mich verlassen. Hat sein Volk verlassen. Und nichts, was ich sage, kann seine Meinung ändern. Nun weigert er sich sogar, mich zu sehen. Er sagt, ich störe seinen Urlaub. Und das schon so viele Jahre lang. Bitte, könnt ihr nicht helfen? Wo finde ich denn euren Meister? Das letzte Mal, als ich ihn sah, besuchte er einen Freund im Blauen Palast. Keinen so unbedeutenden wie den Jarl. Oh nein, solche Leute sind unter seiner Würde. Er ging in den verbotenen Flügel des Palasts, um mit einem alten Freund zu reden. Er sagte, sie hätten schon seit Ewigkeiten keinen Tee mehr zusammengetrunken. Oh, und ihr werdet den Hüftknochen brauchen. Er ist äußerst wichtig. Es ist unmöglich, den Pelagius-Flügel ohne ihn zu betreten. Okay. Ihr sollt... Ich soll ihn also für euch zurückbringen. Ja, aber versucht es nicht mit Gewalt. Er ist viel zu mächtig. Er würde euch wie eine Fliege zerquetschen. Oder euch vom Himmel fallen lassen. Oder einfach euren Geist verschlingen. Euch wird er diese Dinge wahrscheinlich nicht antun. Erinnert ihn einfach daran, dass er nach Hause kommen soll. Dann müsste alles friedlich verlaufen, denke ich. Er ist im Augenblick einfach etwas verwirrt, das ist alles. Wie ich meinen Meister kenne, wird er euch wahrscheinlich belohnen, wenn ihr ihn zur Vernunft bringt. Und wer ist euer Meister? Er ist ein großer Mann, der nur selten Lob erhält. Er herrscht über zwei Reiche, die sich über die gesamte Länge und Breite unseres Verstandes erstrecken. Alle kennen ihn, doch nur wenige können ihn beim Namen nennen. Aber er hat mir verboten, seinen Namen zu nennen. Er sagt, das lenkt ihn ab. Und wehe denen, die seinen Zorn auf sich ziehen. Ihr werdet ihn erkennen, wenn ihr ihn seht. Er hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Großartig. Bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Diese Quest werden wir aber auch erst einmal... Haben wir nicht angenommen. Okay, beziehungsweise wir haben es angenommen, aber wird nicht angezeigt. So, hier haben wir... Wahnsinn, sieht das beeindruckend aus. Die Bardenakademie. Wahnsinn. Echt schön. Aber ich würde erstmal versuchen, mit dem einen zu reden. Weil es ist Nacht, da werden wir wahrscheinlich nicht weit kommen. Nein. Wir könnten einbrechen, aber das ist, glaube ich, keine gute Idee, um ihn zu überreden, dass er irgendetwas erlassen soll an Schulden. Erst mal bei ihm einbrechen. So, dann gehen wir halt in die Bardenakademie. Willkommen an der Bardenakademie. Ich bin hier der Direktor. Wie kann ich euch helfen? Was? Möchten uns bewerben? Ich glaube, Inigo macht sich schon mal warm. Wir möchten uns bewerben. Es ist immer eine Freude, einen angehenden Bardenkollegen zu treffen. Ihr solltet euch dessen bewusst sein, dass sich bei uns viele bewerben, aber nur wenige angenommen werden. Das kriegen wir schon Wann hin. Immer es möglich ist, bitten wir Bewerber, Aufgaben zu erledigen, die in der Akademie anstehen. In diesem Fall habe ich genau das Richtige für einen angehenden Barden. Und das wäre... Elisef hat die Verbrennung von König Olaf verboten, ein Fest, das von der Bardenakademie abgehalten wird. Wir müssen sie umstimmen. Sie davon überzeugen, dass ich König Olafs Vers vorlesen möchte. Einen Teil der Liederedda, der lebendigen Geschichte von Himmelsrand. Leider ist dieser Vers vor langer Zeit verloren gegangen. Und da kommen wir dann wahrscheinlich ins Spiel.
Ja, laut Giro, unserem Geschichtenarchivar, könnte der Teil der Edda, der von König Olaf handelt, sich immer noch in Todmanns Ruhe befinden. Ihr müsst das Gedicht für mich finden. Aber das ist doch eigentlich keine Badenaufgabe, oder? Ich meine, Baden sind die, die irgendwie total normale Klamotten anhaben und Instrumente in der Hand haben und vor sich hin düdeln und singen. Die in irgendein Grab zu schicken, ist das eine gute Idee für eine Badenaufnahme, also Akademieaufnahme? Ich finde das ziemlich hart. Warum hat Elisif das Fest verboten? Wie ihr vielleicht wisst, wurde Elisifs Mann vor kurzem getötet. Elisif ist in tiefer Trauer um ihren Mann und findet ein Fest, bei dem es um die Verbrennung eines Königsbildnisses geht, nun, geschmacklos. Ich habe versucht, sie davon zu überzeugen, dass das Fest schon viele Jahrhunderte alt ist und Einsamkeit feiert. Aber ich brauche Beweise. Ich glaube, diese Beweise könnte König Olafs Vers erbringen. Ich wünsche euch Glück beim Finden des Verses. Ja, wir können es ja zumindest versuchen. Inigo, wir sind jetzt hier in der Badenakademie. I have been working on a few songs of my own. If you want to hear them, take a seat and let me know. I do not mind standing or sitting while I perform, but I would prefer that you were relaxed and focused. Okay. If you need anything else, just ask. Inigo, dann musst du aber mitkommen. Denn wenn wir uns jetzt hier hinsetzen, heißt es ja nicht, dass wir mit dir reden können. Oder? Weil du bist ja zu weit weg. Okay, aber hier sieht es eigentlich ganz gemütlich aus. Dürfen wir dich was fragen? Go ahead, ask away. Also wirklich? Oh, wir wollen über Geld reden. Hier kann ich nicht mal wirklich was sagen. Wir sind fertig. Alright. Handeln. Lass uns aber zu Hause reden. Irgendwelche Gedanken? I have a few basic ideas for songs about you. They are just works in progress, though. They sound unmusical. Er hat ein paar Ideen zu Liedern über uns, aber die sind, noch nicht wirklich fertig. There are many talented people here. I could learn a lot from them if I could be bothered. Ja, hier sind ein paar oder sehr viele talentierte Menschen. Er könnte einiges von ihnen lernen. I often create my own songs, but they are very bad. I just don't have the time to work at being gifted. Okay. Eigentlich möchten wir, dass er was tut. Andererseits können wir ihm einfach sagen, möchtest du hier ein bisschen, dürfen wir dich was fragen? Ask away. Wenn wir jetzt sagen, dass er hier ein bisschen entspannen soll. Okay, maybe I will work on some new material. Dass wir ihn... Er hat seinen Helm dafür ausgezogen. Ich speichere mal kurz. Kann ich jetzt mit ihm... Das sieht komisch aus. Yes, Inigo? My friend. Ich möchte gerne ein Lied hören. Kann ich dich was fragen? I am all ears. Irgendwie über Geld, über seine Stute. Good. Wenn wir uns hier hinsetzen, now. Steht er gleich wieder. Es war so klar. Inigo, bleib hier! Inigo! Inigo! Es ist furchtbar. Inigo? Inigo? What is on your mind? What would you have me do? Du musst was machen. Und zwar musst du dich hier hinsetzen. It will be done. Ja. Inigo? Good idea. Würdest du bitte? Es sieht da ein Chaos hier mit ihm. Normalerweise hat der total gut funktioniert in der normalen Skyrim-Version. Hinsetzen. Super. It feels good to take a break. Wehe, du stehst wieder auf. Inigo? I think we both deserve a bit of a break. Hey, did you hear what I said to that bandit the other day? Was? Ob wir gehört haben, was er zu den Banditen letztens gesagt hat? Du sagst jede Menge zu Banditen, wenn wir kämpfen, Inigo. Irgendwas über Teppich? Du sagst jede Menge zu Banditen, wenn wir kämpfen, Inigo. It is true. When I taunt them, they often lose focus.
I also find insulting bullying idiots very satisfying. Anyway, I said I can smell your fear. You should have washed today. It was quite funny. Just after I said it, though, I remembered that I too had been a bandit. It hit me that I am at the last back on the right side. My soul feels cleaner somehow, as if the bandits we fight are little pieces of my misspent past washing away. I am lucky I got free of that life when I did. It would have only been a matter of time before someone like you came along and ended my wretched existence. From experience, I can tell you that most bandits are completely lost. They are violent thugs with ugly minds. I sometimes do wonder if there are any worth saving, though. There must be a few, I suppose. But if you choose to live like that, you have to accept the consequences. Also, als wir gegen Banditen gekämpft haben, hat er sozusagen die Erleuchtung bekommen, dass er ja selbst mal ein Bandit war und dass er jetzt auf der anderen Seite steht, auf der guten Seite. Du scheinst wirklich bereuen. Du scheinst es wirklich zu bereuen. Yes, I know that in this world at least, killing is a part of living. We all do it to survive, for gold, or to put food in our bellies. But taking pleasure in the death of the guiltless for nothing more than sport is wrong. Some dirt never washes off. Ich werde blutig, aber nie schmutzig. Ich habe... Ja, ich bereue nichts. Ich versuche immer zu tun, was richtig ist, aber ich bereue ein paar Dinge. Ich habe schlimme, grausame Taten getan oder Dinge getan und ich bereue überhaupt nichts. Ich versuche immer, das zu tun, was richtig ist, aber hier und da bereue ich das eine oder andere. It is a complicated world, and it is hard to get by without putting a foot wrong. Do you mind if I ask what it is you regret? Pillaging thugs? Ich habe jemanden verletzt, der mir nahe steht. Lass uns einfach sagen, ich habe ein paar schlechte Wahlen getroffen. Wahlen getroffen in der Vergangenheit. Also wir haben eigentlich keine Zeit verbracht mit irgendwelchen Verbrechern. Haben wir jemanden verletzt, der uns nahe stand? Eigentlich auch nicht. Wir haben einfach ein paar, hin und wieder mal eine schlechte Wahl getroffen in der Vergangenheit. I do not know much, but I will tell you this. The person who gave me a reason to go on cannot be a bad soul. Perhaps you have finally found your place in this world. Whoever you were when you made your mistakes, I think you left that individual behind. It is one thing to be offered a second chance, but to create your own, as you must have, takes more strength than I can imagine. Anyway, I think that is enough about that for now. Did you want to talk about something else? Eine zweite Chance zu bekommen ist selten, aber... Sich selbst eine zweite Chance zu schaffen, das erfordert wirklich Stärke, meinte er gerade. Oh. Und er meint, dass wir das wahrscheinlich geschafft haben, denn eine Person, die ihn aus dem ganzen Schlamassel da rausgeholt hat und zurückgeholt hat, kann nicht schlecht sein. Oh, ob er sich wünschen würde, dass seine Fellfarbe anders wäre. Würdest du uns ein Lied singen, Inigo, so zum Abschluss? What do you want to hear? Was für Lieder kennst du denn? I have not written many, I'm afraid. Let's see. Silly Spider, Brenda the Bear, Dragon Pie, My Heart is in the Rift. I think that is it for now. What'll it be? Könntest du Silly Spider singen? Okay, this one is just a bit of fun.
There never was such a silly spider. A spider came to town last night. The spider was angry. He wanted a fight. He wasn't too bright. Set himself a light. A burning spider is quite a sight. People gathered to watch him burn, and still Mr. Spider refused to learn. There never was such a silly spider. Silly, 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 silly spider. There never was such a silly spider. The spider came to town this morning. He wanted to shop and do some exploring. He frightened the girl, made her hurl. The guards let him off with a warning. People chased and he did run. Silly spider thought it was fun. There never was such a silly spider. Silly, 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 silly spider. There never was such a silly spider. The spider came to town today. He told the townsfolk he wanted to play. They ran him through, made spider brew, then wrote this song I am singing to you. Silly spider did not stand a chance. People gathered to sing and to dance. There never was such a silly spider. Silly, 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 silly spider. There never was such a silly spider. The end. Oh, grandios. Applaus, bitte. Applaus. Ach, herrlich. Das war ein sehr lustiges Lied. Es ist, tut mir leid, für diejenigen, die im Englischen nicht ganz so gut sind. Das zu übersetzen wäre jetzt sehr, sehr schwierig, vor allem im Nachhinein. Aber es war ein sehr, sehr witziges Lied über eine dumme Spinne. Okay, gut, das war's erstmal. Are your ears okay? I am sorry if I hurt them. Ob es unseren Ohren gut geht und es würde ihm leid tun, wenn er sie verletzt hätte. Alles gut, Inigo. Und damit werde ich diese Folge auch erstmal beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen. I always thought this place would be filled with music and singing 24/7. But man, it's awfully quiet. Ja, es ist hier drin wirklich ruhig dafür, dass es eine Badenakademie ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen würden. Bis dahin. Ciao.